dann, was haben wir jetzt zu tun? Erstmal Cam anmachen. Das wäre ganz gut. Diskutiert gerade. Was das Beste ist, oder? Was das Beste Assassin's Creed, oder? Ja. Das ist echt lustig. Der Flo hat mir vor einer Woche erst so ein Video geschickt, und da hat ein, ich glaube PC Games oder so war das, die haben ein Ranking gemacht durch eben Umfragen und so weiter, und Assassin's Creed 2 war nur zweiter oder dritter. Davor war, also zweiter oder dritter, und Odyssey war zweiter oder dritter, und erster war Black Flag. Und ich dachte mir so, what? Ja, vielleicht, ich glaube 1800 Teilnehmer. Ja, okay, das ist fast nichts. Ne? Ja, Black Flag ist halt, ja, vor allen Dingen Black, also das fand ich auch komisch. Black Flag vor irgendwas. Na, Spaß, aber das. Naja. Ich glaube, GameStar hat es auch mal gemacht. Aber GameStar macht es mit sehr viel mehr. Meistens. Und da war eben. Ja, genau, Black Flag war Nummer 4 bei GameStar. Zuerst war Assassin's Creed 2, dann Odyssey, dann das in Ägypten, wie heißt das nochmal? Origin, und dann kam Black Flag. Ja. So, genau. Neue Quest. Neue. Genau, was wollten wir jetzt machen? Genau, der Typ ist ja immer noch hinter uns her, ne? Den können wir eigentlich mal töten. Wobei, nee, der ist nicht hinter uns her, wir sind hinter ihn her, so. Ja, dann töten wir mal den Söldner. Ach so, ich muss das Menü aufmachen. So, dann verfolge ich mal. Der ist auch nicht mehr aufgetaucht, ne? Der ist dann auch einfach weggerannt. Gut, dann. Los! Ja. Ich ja erziehe Familie, ich liebe so alle Maße, aber ich weiß nicht, ob ich es okay finde, dass ihr es einfach jetzt in Odyssee benutzen, nur leicht verändert. Also ehrlich, Assassin's Creed Spiele haben nichts mehr mit Assassin's Creed, aber die Spiele sind halt gute RPGs. Ja, ist wirklich so. Das ist auch so ein Grund mit Valhalla. Ich habe so mega Bock eigentlich, das zu spielen, aber was mich halt davon abhält, ist dieses Assassin's Creed Thema, sag ich mal. Das ist genauso dasselbe mit Fast and Furious zum Beispiel. Die Anfänge waren super geil, und dann wurde es einfach nur übertrieben und Geldmache. Ja. Ich glaube, ich werde mir trotzdem Valhalla irgendwann kaufen. Wahrscheinlich so wie Odyssey, das habe ich ja eigentlich aus demselben Grund damals nicht für Vollpreis gekauft.
Aber es ist halt auch einfach ein gutes Spiel, ne? Also, das weiß ich jetzt nach. Wir streamen schon fast 7 Stunden. Geil. Warte. Ich bin so gewöhnt, Shift zu drücken und dann, also um zu rennen. Aber die benutzen das ja, um zu klettern. Neuer Ort entdeckt. Das muss Hyrkanos Lager sein. Warte, Sperrgebiet. Hier ist einer. Hier ist einer. Da ist einer, da ist einer. Da ist ein Schatz. Da unten ist noch einer. War's das schon? Ja, das ist was anderes, ne? Ja. Vielleicht sollte ich ja den Helm ausziehen, damit der Federbuschen nicht so verräterisch rüberschaut. Nein, was meinst du? Batsch, 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 und du bist tot. Ciao. Wieso bist du tot? Ich glaube, ich schalte erstmal alle aus. Kann ich dich durch die Gitterstäbe tot machen? Ja, warte, ich muss mich noch richtig hinlegen. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den erschießen kann. Das ist gerade ein bisschen dumm. Unpraktisch. Okay, der schaut eh nach. Woanders hin. Okay, warte, ich will noch mal kurz schauen, was seine Vor- und Nachteile sind. Genau. Geringerer Schaden durch Fernkämpfe. Aber Feuer. Das heißt, ich kann es ja. Ich kann ja den Schaden quasi erhöhen. Ah, nee, kann ich nicht. Ja, das macht so wenig Schaden. Gut, dann Attentat it is. Warte. Ah, so haben wir das gern. Da ist jemand auf Krawall aus. Hast eine dicke Knautschzone, meinst du, hm? Du Schmalztopf. Gut, jetzt können wir loslegen. Nein, ausweichen, ausweichen, du Trümel. Warte, wo bist du jetzt eigentlich hergekommen, du Bogenschütze? Die mache ich jetzt mal kurz weg.
Moment. Bleib hier. Gut, jetzt können wir. Au, so war das nicht gemeint. Entschuldigung. So war das echt nicht gemeint. Ja, mach ich. Danke. Du auch. Kannst nicht ewig kämpfen. Ja, aber wegrennen? Verdammt. Ein Tritt in der... Wann kann ich mich hier wieder aufheilen? Jetzt. Okay, der... Wieso war der schneller als ich? Oh, gut. So, jetzt bin ich wieder gechillt. Jetzt bin ich wieder nicht gechillt. Jetzt bin ich wieder gechillt. Scheiße, ich sollte das nicht mehr sagen. Ich sage das nie wieder. Boah, da. Das hat sich wirklich gelohnt. Vielleicht sollte ich mehr so zur Strecke bringen. Ah. Boah, das war jetzt, ja. Ein Hit von ihm und ich wäre tot. Uhu, das war close. Aber cool. Ah. Egal, Assassin's Creed in Asien, ja. Uiuiui. Aber, also von wegen Assassin's Creed in Asien, das haben die ja in einer kleinen Nebenfolge, sag ich mal, auch gemacht. Aber die war nicht so erfolgreich. Okay, warte, stehlen. Okay, war sogar eine Quest. So, gut. 12 Stunden wolltest du streamen? Ja. Genau, wir haben um 11 angefangen. Und um 11 hören wir höchstwahrscheinlich auf. Also, wenn nicht, dann streamen wir halt ein bisschen länger. Aber muss mal schauen, wie es mir bis dahin geht. Wie gesagt, ich habe ja heute reichlich negativ geschlafen. Ah, Entschuldigung, Gaia. Du darfst natürlich weiter schlamausen. So. Ah, wo kam jetzt der Bogenschütze her? Ach, war der. Ah, das war der da unten. Der hat den Schrei von ihm gehört. Diesen tollen Schrei. So, was jetzt im Inventar, da muss ich noch Level 9 werden, ne? Dann bekommen wir die zwei Dolche. Dimir, was für Waffen findest du am geilsten? Also welchen Waffentyp? Wir können jetzt auftunen. Okay, was ist hier? Also, Pfeilsalbe. Verschießt zwei Pfeilsalben in Folge. Minus 5% Nachladezeit. Wirft zwei Speersalben. Man kann Brandpfeile benutzen. Das ist auch cool.
5 Fallschaden, 10 Schwachstellenerzeugung. Rammsporn, 5% Rammschaden, Schwachstellenerzeugung. Ich bin natürlich voll der Fan von Rammen. Das macht voll Spaß. Wurfsperre. Verbessert die Sperre, um mehr Schaden anzurichten und schnell neue Schwachstellen zu erzeugen. Plus 5% und 10. Okay, das ist dasselbe, nur in Fallen. Dann Rumpf. 5% Schadenszusatz, Schiffpanzerung und 2. Ah, und hier, also je weiter man den Rumpf ausbaut, desto mehr Bootsleute können da sein. Okay, das ist cool. 10% Ausdauer und 10% Regeneration und Schadenreduktion durch Deckung und Feuerschadenreduktion. Das ist natürlich cool. Ich habe Dolche und Bogen benutzt. Du bist mein Man. So gut. Meistens spiele ich nur Stealth, deswegen und bei Eroberung ein Speer. Hält Gegner fern. Das ist cool. Ja, ich habe vorhin ja auch einen Speer benutzt. Das hat auch Spaß gemacht. Aber das mit Eroberung und Speer, das ist cool. Ja. Gut, aber das kann ich eh noch nicht machen. Dafür brauche ich 400 Leder. Und ein bisschen mehr Gold. 4000 Gold brauche ich dafür. 1400. Okay, ich glaube, das da ist noch am günstigsten. Also ich glaube, ich mache Feuer. Also sie pusht die Speere. Halte rechts und R gedrückt um Brandpfeil und drücke R um Feuer. Brandpfeil, Sperre zu. Gut, dann mache ich mal das Brandding. Ich glaube, das ist am Anfang am besten. Und dann mache ich Rumpf und Rammsporn, sodass wir richtig, richtig Damage machen durch unseren Sporn. Gut. Melde dich bei Dolionos. Sprich mit dem Schriftsteller. Warte mal, was sind das denn jetzt für Quests? Räuber vom Moor. Helf mir, ein paar verfluchte Banditen fertig zu machen. Ich zahle dafür. Ja, komm, machen wir das. Ich sag dir, das Level-System von Schiffen und Sachen ist scheiße. Weißt du, wie viele Tiere du umbringen musst, um Game-Content? Goddammit, ja. Kann man nicht sowas auch. Wir müssen in die andere Richtung. Kann man da also so Tierfälle nicht kaufen? Aber das ist ja allgemein so. Das Problem bei so Ubisoft-Spielen, ne? Ist so. Golden Retriever, oder? Ja, vielleicht. Gut, was ist los? Ich habe deine Nachricht an der Tafel gelesen. Was ist geschehen? Die verfluchten Banditen haben meinen Papyrus gestohlen. Hast du eine Ahnung, wie teuer er ist? Mehr kann ich mir nicht leisten. Und die Wachen tun absolut nichts. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede deiner Drachmen hilft. Gut, dann mache ich das mal. Bitte schön. Gut. Naja. Wir haben für 50 Drachmen 1000 XP bekommen. Passt. So. Gut. Warte mal. Ich mach mal. Genau. Feldowin bei. Ja. Das ist so krass. Das ist. Warte mal. Ich habe das mir auch mal angeschaut. Warte mal.
Vor allen Dingen, das ist so teuer. Warte mal, 200, ich weiß gerade, warte mal. Wo kann man sehen, wie viel man hat? Genau, 500. 500 Geld kostet 5 Euro. Das ist halt schon heftig. Was? Wieso habe ich das? Oh, Kamera, ja. Sorry. Aber wie? Oh Gott, warte mal. Igitt, was ist das denn? Wieso habe ich den? Warum? Ich meine, es ist, warum? Hä? Warte mal, ich. Warum macht man sowas? Entschuldigung. Danke. Und wieso können wir jetzt nicht fliegen? Ja, aber echt. Also, wenn man schon so Flügel hat, warum nicht fliegen? Gut, es gibt einen Skin des. Das Regenbogen hin. Warte. Okay, hier sind die. Ganz ehrlich, keins der Pferde sieht gut aus. Also bis jetzt. Was hast du gemeint mit der weiße Pegasus? Okay. Hatte, ja. Ja, natürlich nehmen sie sowas mit rein, ne? Deswegen der Athena ist auch cool, finde ich. Natürlich, Erzieher, römischer Satz. Alles für, oder also die da für mehr als 5 Euro, das ist halt schon bisschen, ja. Interessant. So, gut. Ich würde sagen, warte, wir machen jetzt noch eine Quest. Und so um 6:30 oder 7 würde ich nochmal eine Pause machen für ein bisschen futtern. Und dann ja ein bisschen Luft schnappen. Und dann machen wir weiter. Gut. Jagd auf Hyrkanos. Den gefährlichen Söldner, den. Warte, das habe ich. Das, ach so! Ja, stimmt. Das muss ich ja jetzt. Bescheid geben. Genau, dann sagen wir kurz Bescheid. Entschuldigung. Oh, genau. Wir sagen Bescheid und dann. Da machen wir die Pause. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert.
Ah, du siehst schon viel besser aus. Und los. Kannst du springen? Nein. Also nicht davon. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Echt? Okay. Dann let's go. Diesen Skin kannst du auch bekommen im Spiel. Da gibt es ein System, wo du random Kisten für Ingame-Geld bekommst. Und diese können goldene Skins haben. Aha, okay. Der Söldner Hyrkanos ist tot. Ich hatte die ganze Zeit. Und meine Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Doch sei versichert, dass Sparta dir dankbar ist. Toll. Allen. Verzeihung, ich bin allergisch gegen Bullshit. Funny, er ist ja jetzt nicht mehr hier. Damit ich ihn töten kann. Alter, was für ein Arsch. Hübscher Vogel. Ja, ist wirklich hübsch. Alter. Penner. Was war das denn? Aber wir sind Level up. Gut, können wir den nochmal? Nee, er fordert Stufe 16. Giga-Fähigkeiten. Ich war kurz verwirrt mit Business. Ja, sorry. Offenbarung. Okay, das ist eigentlich auch cool für Looten. Verschwinden, Attentäterfähigkeit. Weiße. Ulala. Also, das ist auch nice. Aber ich weiß nicht, ob ich. Warte, macht nahe Ziele für 6 Sekunden benommen. Oh, geil. Okay, ja. Das würde ich gerne auf die 2. Und das da tue ich auf die 4. Ja. Genau. Wobei. Ich überlege gerade im Kampf, was drücke ich am schnellsten? Eigentlich 1 und 2. Und 3. Dann mache ich. Nee, dann mache ich es anders. Genau, die wieder auf 2, wieder auf 3 und die da auf 4. Weil die 4 benutze ich ja nur beim Attentat und das da kann ich beim Escape machen und da muss ich immer sehr schnell ran. Okay. Ja, komm her, alles gut. Was ist los mit dir? Meintest du das, Sarah, damit nicht vom Computer weggehen und es laufen lassen? Hey, Red King Lion! Nice, so. Gut, genau. Da machen wir jetzt trotzdem eine Quest. Genau, die Tiere sind nämlich die Auftragskiller und man selbst ist nur ein Söldner. Ein Riesenunterschied. Die Quest. Töte Athena Soldaten, das machen wir während drin. Zerstöre Athena Vorräte. Dann machen wir das da und dann benutzen wir die Vorräte für unser Abendessen. Entschuldigung. Gut, dann machen wir das.
Warte. Oh, Entschuldigung. Das war zu lang gedrückt. Nur einmal. So. Autopilot. Und schon wieder Wölfe. Weißt du, was mir passiert ist, als ich angefangen habe mit dem Spiel? Ich habe zuerst für PC gekauft. Nach 50 Stunden Game Time aus Versehen alle Speicher gelöscht. Ganz ehrlich, wie geht denn das? Wie kann man aus Versehen alle Speicherstände löschen? Oh Gott, dann habe ich das Spiel für den PC gekauft und neu angefangen. Oh Mann. Was machst du jetzt? Sorry, bin neu. Was ich gerade mache? Assassin's Creed spielen. Nein, schon. Nein, hör auf zu rennen. Hör auf zu rennen. Bleib stehen, danke.